Hallihallo Leute, ich verschniefte kurz, um jetzt die Lämme, weiß ich noch nicht, um die nächste Folge zu starten, sagen wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, ich glaube, kommt hier nicht sogar eine Zwischensequenz. Yeah. Oh, guck. Zerfällt zu Staub. Oh nein. Wieso zerfällst du zu Staub? Du kannst nicht einfach zu Staub zerfallen. Aber hier könnte man doch eigentlich großartig noch was verstecken. Oder auch nicht. Das geht natürlich auch. Naja, dann eben nicht. Mein Mikrofon riecht irgendwie seltsam. Bäh. So, hier. Zerfällt alles zu Staub. Sogar in der Luft sind sie in zur Staub gefallen und fliegen immer noch rum. Und irgendwie geht's hier nicht weiter. Das ist ja doof. Oh, ein Gegner. Oh nein, Hilfe. Oh, er hat mich getötet. Ich kann ihn mit nichts verletzen. Aber da kommt ein Super Metroid. Und das ist... Oh. Das ist böse und tötet ihn. Ja, das ist gar kein Problem. Oh, hallo. Nein, bitte. Lass mich in Frieden, Super Metroid. Oh nein. Oh nein. Oh. Pikachu. Oh nein. Setz deinen Donnerschock ein. Oh nein, ich kann nicht reagieren. Ich kann eine Superbombe legen. Nein, es geht nicht. Nein, ich sterbe. Oh Gott. Aber es hat keinen Hunger mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, was ist los? Du hast mir ganz schön was ausgesaugt, mein Fräulein. Was ist? Nicht? Okay. Ja, hat er denn wohl keinen Hunger mehr? Naja, hat ja auch hier schon einiges gefressen. Ist ja klar, dass man dann irgendwann satt ist. Na, jetzt kann man sich natürlich schon seine ersten Gedanken machen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt sterben kann in diesem Raum. Glaube nicht. Man sollte auf jeden Fall nicht rechts aus dem Raum rausgehen, das wäre extrem dämlich. Sondern in diesen Raum hinein. Denn hier gibt es Raketen. Müssen. Okay, aber nur die normalen. Und es gibt hier Energie. Dann hört das dumme Gepiepse auch wieder auf. Was sowieso sehr nervig ist. Das ist natürlich geskriptet gewesen. Oh, volle Überraschung. Hat jetzt keiner erwartet. Nein, aber das riesige Metroid könnte natürlich das kleine Baby-Metroid gewesen sein, das wir da rausgelassen haben. Für uns völlig unbesiegbar, weil es halt im höchsten, naja, eigentlich, ja, eigentlich entwickeln die sich ja in eine andere Richtung noch weiter. Dann werden die ja so rumlaufenden Viechern. Aber extrem riesig geworden, das Viech. In seiner, es gibt da Alpha, Beta, Gamma und Epsilon. Ich weiß, glaube ich, also, oder Epsilon, nee, Quatsch. Alpha, Gamma, Epsilon und, also die gehen nicht ganz nach, ups, so. Nach dem griechischen Alphabet, also sonst wäre das ja irgendwie nett. Aber Alpha, Gamma, Epsilon und Omega? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, dann sehen die ja anders aus. Aber das haben sie hier wohl noch nicht so richtig durchgekloppt. Keine Ahnung. Naja, beziehungsweise vielleicht auch später einfach geändert. Ist aber auch an sich völlig irrelevant. Denn das ist wie also ihr wart hier schon mal in Afrika und dann sind diese Viecher mit dem Rüssel, ja? Also die dann halt völlig wahllos durch die Gegend irren, das sind Irrelefanten. Ja, ich weiß. Macht jetzt der ein oder andere und ihr habt recht. Ich hab's nicht anders verdient. Und das ist der letzte Raum, nein! Oh Gott, nein! Wieso? Oh, komm schon. Und hier sollte man eigentlich nur noch durchkämpfen. Und zwar so schnell wie möglich. Und zwar von den anderen Viechern hier getroffen zu werden, ist nicht schlimm. In der Säure zu landen, ist ekelhafter. So, hier, einfach diese Dinger kaputt hauen. Und nicht versuchen, nicht in der Säure zu landen. Ansonsten möglichst schnell hier voranzukommen, weil diese anderen Viecher hier nerven. So, und Dinger da kaputt hauen. Und sonst weiter hier. Okay. Säure ist gefährlich. Und da ist Mother Brain. Und da wollen wir möglichst viel Energie noch übrig haben für. So, ja, das ist jetzt der letzte Endboss. Und dem hauen wir jetzt einfach nur schön auf die Kacke. So, und eins. Oh Gott! So, und bam. Und bam. Und bam. Das ist offen. Und einmal. Zweimal. Oh, dreimal. Viermal. Fünfmal. Da ist noch was kaputt gegangen. Sechsmal. Siebenmal. Oh Gott! Achtmal. Neunmal. Zehnmal. Elfmal. So. So, und das ist vorbei. Ja, das war das Spiel. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. War ganz nett mit euch. Ja, das war's. Ja. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Ach, da hinten wahrscheinlich nicht, doch nicht.
Irgendwie geht's hier nicht raus. Was? Was? Wieso das denn jetzt? Ey, das kannst du jetzt echt nicht bringen. So. Ja, gut. Jetzt kommt natürlich der echte letzte Endbosskampf. Oder? Vielleicht ist aber noch der vorletzte Endbosskampf. Ich weiß es nicht. Nein, ich will euch natürlich nur verarschen. Die ganze Zeit. Deswegen könnt ihr sowieso auf nichts was geben, was ich sage. Es ist nur dazu da, um mich zu verwirren. Ich gehe sowieso davon aus, dass die, das sag ich mal, 99,78% der Leute, die das hier gucken, das Spiel sowieso schon kennen. Von der Seite aus ist mein Gelaber sowieso völlig irrelevant und meine Spoilerfreiheit total unnötig. Naja, was heißt Spoilerfreiheit? Ich war relativ spoilerfrei, denke ich. Oh Gott, bist du ein Arschloch. Und, wieso zielst du denn plötzlich immer nach unten? Oder warum mache ich das? Das ist doch dumm. So. Ich muss natürlich erst die Schießentaste loslassen, dann die nach oben Zieltaste. Dann geht das auch viel besser. Ich kann natürlich auch einfach mal hochhüpfen, wenn ich schieße, dann ist das auch egal. So. Ich muss ihn auf jeden Fall jetzt eine Weile verletzen. Ich kann natürlich auch meine Raketen auf ihn verballern. Vielleicht auch mal meine Superraketen. Direkt zwei raufgeklatscht. So, dann nochmal die hier und den hier auch nochmal und bum 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 und ja, hast du gedacht, ne? Von wegen. Aber im zweiten, ne? So. Dann macht er hier nochmal so eine Attacken. Ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt wirklich. Naja, doch, man kann ihn schon verlieren. Ich glaube, man muss ihn schon irgendwie ein paar Minimumstreffer geben. Nee, ich will jetzt nicht zwar. Ich sag schon wieder Sachen, die gar nicht euch angehen. Oh Gott, ich rack hier eine Rakete nach der anderen ins Gesicht und er mag das. Ich glaube, ihm gefällt das so ein bisschen. Naja, das Hirn zuckt immer so ein bisschen. Ja, das ist Mother Brain und Mother Brain hat natürlich übelst das dicke Gehirn, okay. Vielleicht würde das Gehirn ein bisschen besser funktionieren, sie wäre etwas besser gewesen, hätte sie sich überlegt, sich nicht unbedingt spitze Dinger da durchs Kopf zu jagen. Was macht sie denn jetzt? Ey, das kannst du jetzt echt nicht bringen. Nee, ohne Flachs. Oh. Ja, das kommt jetzt überhaupt nicht gut. Ja, nee, das mach nicht. Aua, ich kann mich nicht bewegen. Und, oh, schnell, komm. Nein, oh, das hätte ich jetzt mal ein bisschen mehr Energietanks gesammelt, dann wäre das kein Problem gewesen. Jetzt bin ich schon wieder fast tot, genauso wie vorhin. Und ja, das ist jetzt ungünstig. Jetzt habe ich verloren, scheiße. Ah, oh, guck an. Da will mich mein kleines Metroid natürlich beschützen. Das ist eine voll rührende Geschichte. Oh, wie süß, kleines Metroid, bla bla. Ja, auf jeden Fall haut es das Viech jetzt erstmal richtig schick in eine Pfanne, ne? Zieht jetzt ihm das ganze Gehirn aus dem Kopf. So ein Metroid ist ja eigentlich auch nur Gehirn. Also irgendwie, verstehst du nicht. Ich weiß ja nicht, ob Mother Brain irgendwie so ein höheres Metroid ist. Ich bin mir nicht sicher. Bloß guck mal, dieses Viech ist ja riesig, ne? Dann hätte die ja auch so ein hohes Hirn haben müssen. Also, keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, genau. So. Und da vergammelt's im Dreck. Und mein kleines Metroid kommt zu mir. Komm her. Komm kuscheln. Komm, nimm mich in deine süßen, ekelhaften, schleimtriefenden Tentakeln, boah, und heile mich. Fragen wir mal, wie das geht. Trinkt sie jetzt so von ihrem Hirn oder so? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, Mother Brain hat sich wieder erholt. Oh, und hat Hunger. Ja, vielleicht hörst du mal auf, mich zu laden. Du kannst sie doch erstmal umbringen und mich dann weiterladen. Habe ich nie verstanden. Warum muss die jetzt da rumhängen? So, ich bin voll geheilt. Und das Metroid verfärbt sich, als wäre es ein Endboss. Als wäre es ein Endboss und ist fast tot. Ja, da war Mother Brain ein bisschen pissig auf das Vieh. Das springt zwar jetzt auf mich rauf, aber es tötet mich nicht. Und ich leuchte, natürlich. Und wenn man jetzt mal auf meine Waffen guckt, habe ich jetzt den Hyperbeam. Ich kann den nicht eigentlich ausschalten. Das wäre eigentlich voll cool. So. Aber irgendwie nicht, nee, ich komm gar nicht hin. So, der Hyperbeam, der kann folgendes. Bam! 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 Jetzt muss ich den nur noch besiegen. Mit dem Hyperbeam natürlich überhaupt gar kein Problem. Und, da müsste ich eigentlich noch... Den kann man auch nicht aufladen. Oder doch, kann man aufladen? Nee, kann man nicht aufladen. Du hast jetzt eine Dauerfeuertaste quasi, wenn du gedrückt hältst. Also du in dem Sinne, wenn du das jetzt auch mal spielen solltest. Irgendwelcher Viewer, der das hier gerade guckt, wenn es überhaupt jemand guckt. Naja, egal. Gucken ja lieber Leute Minecraft bei Gronkh und so ein Scheiß. Nein, das stört mich überhaupt nicht. Quatsch, aber. Ach komm, weißt du was? Ich stelle mich einfach so hin und mache einfach noch Baller hier. Baller, 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 Baller. Ich bin auch völlig Baller, Junge. So. Du bist rot. Jetzt ist er tot. Okay, jetzt ist er wirklich tot. Ey, lass mich in Frieden. Jetzt fällt der Kopf ab. Das musste sein. Das musste einfach sein. Bep.
Okay, ich mache an dieser Stelle mal ein Self-State, weil es wie gesagt ein optionales Ende noch gibt. Und das würde ich halt vielleicht ganz gerne machen. Okay, alles zu Staub zerfallen. Mission beendet. Oh Gott, nein! Eine Zeitbombe wurde aktiviert. Ich muss hier ganz schnell raus. Oh mein Gott. Pikachu, oh nein! Oh Gott, aber ich kann das eh alles zerschießen, weil ich mega Samus bin. Und deswegen ist es überhaupt gar kein Problem. Ich brauche hier auch keine scheiß Crew-Attack mehr, weil meine Attacke einfach alles tötet mit einem einzigen Schuss. Ja, ja. Und der Schuss löst sich viel zu früh. Wir kennen das Problem. Ich muss jetzt nur noch den richtigen Weg finden. Ja, ich glaube, hier ist richtig. Und wenn nicht, dann rennen wir woanders lang. Gar kein Problem. Lalalalalala. Jo, wollen wir doch bestimmt auch. Und dann gehen wir rechts lang. Ja, wir müssen jetzt halt quasi diesen ganzen Weg in kürzester Zeit schaffen. Es ist ein bisschen labyrinthisch versucht anzuordnen. Keine Ahnung, ich gehe das einfach immer intuitiv durch. Meistens stimmt das schon. Und ich denke mal, wir müssen nach oben. Und ja, dann schießen wir nochmal hier einen von diesen Weltraumpiraten ins Gesicht. Und dann noch einen. Und das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir ihn nicht treffen. Na, dann schießen wir ihn halt auf der anderen Seite um. Okay, und dann haben wir ihn einfach auch umgeschossen. Und wir haben natürlich überhaupt keine Zeit und sind total unter Zeitdruck und müssen uns deswegen total übereilen. Ich denke, ihr merkt meine Eile, in der ich hier gerade stecke. Und wenn nicht, dann tut es mir leid, dass ich sie nicht besser vorfaken kann. Doch. Also es ist schon wirklich knapp. Man muss sich schon sehr beeilen, damit man das hier überhaupt irgendwie schafft. Also es könnte nämlich durchaus passieren, dass man das nicht schafft, weil es doch sehr, sehr knapp ist, die Zeit. Und man deswegen ja auch verlieren könnte, ne? Also das ist ja schon so. Also da darf man jetzt nicht das zu auf die leichte Schulter nehmen. Weil ich habe nur noch eine Minute 38 übrig. Oh fuck. Das mag ich gar nicht. Also das war jetzt echt, weil ich... Jetzt fängt, glaube ich, an, gleich der Bildschirm sich zu tilten. Da wollten sie mal zeigen, was der Super Nintendo so drauf kann. Was der so drauf kann. Weil das ist natürlich extrem krass Effekt. Hier wichtig, ganz locker bleiben und einen Sprung nach dem anderen setzen. Möglichst keine Screw-Attacken machen, weil die sich irgendwie nicht so gut steuern. So, und da sind wir auch schon durch. Ach ja. Und hier... So, ich mache an dieser Stelle nochmal ein Safe-State. Weil an dieser Stelle, ich bin der Meinung, dass ich hier da irgendwo noch hin muss. Da kann ich sowieso nicht hin. So. Ich glaube, es war das, wo ich oben wirklich vorhin war. Und das ist jetzt, dadurch wird es ein bisschen zeitlich begrenzter, weil ich schaffe das jetzt in 20 Sekunden hier rauszukommen. Gar kein Problem. Nur wenn ich jetzt das andere, das optionale Ausgangsziel noch mache, dann wird es ein bisschen knapper. Und hier genau, das ist der einzige Weg, in den ich noch gehen kann. Und jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, damit ich es auch wirklich schaffe. Wenn man das Optionale macht, ist es ein bisschen knapper. Wenn man es nicht macht, dann hier genau, da befreie ich die Viecher. Ja, los, komm, raus alle. Okay, die sind jetzt gerettet. Das kann man noch machen, muss man nicht. Ist an sich völlig egal. Jetzt wird es nur ein bisschen knapp, hier oben rauszukommen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Weil jetzt habe ich die ganze Zeit so getan, als wäre es überhaupt nicht knapp. Aber jetzt wird es langsam wirklich knapp. Und ich habe ein bisschen Sorgen, dass ich das nicht mehr schaffe. Denn ich habe nur noch 20 Sekunden und noch einen ganzen Raum. Okay, gut. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch laufen. Lal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 
Producer. Bla 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 bla. Okay, gut. Ich spule das mal vor, weil ich zum Ende auf jeden Fall noch kommen möchte und jetzt irgendwie auch keine Lust habe. Ich meine, ihr könnt das auch so nachgucken und wer das unbedingt wissen will, der soll Pause drücken oder sich dann am SLP angucken und sich das Outro dort ergeben. Aber dann hört ihr nicht, was ich noch dazu sage. Ich denke mal, ich quatsch erstmal nochmal. Gut, was soll ich zu dem Spiel sagen? Ist natürlich ein Klassiker, eines der besten Super Nintendo-Spiele überhaupt. Von den Metroid-Spielen auch mein zweitliebstes nach Fusion. Fusion, denke ich mal, werde ich vielleicht demnächst mal im Anhang ranhängen, weil ich auch wieder Bock hätte, das mal zu spielen. Warum nicht gleich aufnehmen? Ansonsten hat es mir natürlich wieder Spaß gemacht, obwohl ich muss sagen, am meisten abgefuckt hat mich die Unterwasserwelt. Die hat mich echt gefressen gehabt. Also, und der Endboss ist auch der schwierigste, also... Ja, da hat er schon wieder rausgetappt, egal. Ja, der schwierigste Endboss, genau. Und, aber ich mag dieses ganze Erkunden. Man kriegt doch relativ oft auch neue Gegenstände. Es geht immer schön voran irgendwie. Und, das finde ich schon sehr nett gemacht. Und, ja, auch dieses Gefühl, wie man immer stärker wird. Und, naja, das Ende, okay, kriegt man halt diesen Hyper Beam und so weiter. Das ist schon echt nett gemacht. Joa. Dieses mit der Select-Steuerung da, diese Waffen durchzusteuern, finde ich halt ein bisschen ungünstig und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich Fusion ein bisschen mehr mag, weil die Steuerung einfach viel schöner ist noch und man die normalen Raketen einfach, naja gut, außer nachher für die Metroids, die paar Stück, einfach nicht mehr braucht. So, jetzt sehen wir natürlich wieder, wie immer, dass Samus eine Frau ist. Das alles? Okay. Ja, je besser man ist, desto ausgezogen. Da sieht man sie. Ich war wahrscheinlich zu langsam einfach. Aber ich habe auch nicht wirklich Gas gegeben. Your rate for collecting items is 74%. Also eigentlich so wie immer. Naja, nicht sonderlich gut. Egal, ein 100% Run wollte ich auch nicht machen. Habe ich nicht die Lust zu einfach auch, weil einige Sachen sind echt komisch versteckt. Und oh, ich spare mir den Scheiß. Vor allem, wenn ich jetzt noch durchgucke, was ich habe und was ich nicht habe. Kein Bock. Ja, Musik ist auch aus. Mir hört eh keiner mehr zu. Kann ich auch ein bisschen was Privates erzählen. Ich habe zwei Katzen und ja, die habe ich sehr lieb und kuschel sie gleich noch ein bisschen. Ja, ich denke, das ist genug Privates. Ciao, ciao. Tschüss. Fuß.